Mein Name ist Elmar Bollin. Seit 1993 bin ich an der Hochschule Offenburg und vertrete dort die Lehrgebiete Regelungstechnik, Gebäudeautomation und Solartechnik. Die Gebäudeautomation, für viele Menschen ist es auch nicht klar, dass die Vorgänge, die Abläufe in einem Gebäude für die Versorgung von Energie eigentlich automatisiert ablaufen und dass man dort ein enormes Optimierungs- und Energieeffizienzpotenzial hat. Wir wollen nicht mehr die Energiebedarfe aufgrund der momentanen Wetterbedingungen steuern und regeln, sondern wir wollen das vorausschauend tun mit Hilfe von Wetterprognosen des kommenden Tages. Und wie das funktioniert, das sehen Sie hier. Die Voraussetzung ist schon, dass man eine Gebäudeautomation hat. Das bedeutet in der Regel, dass es sich um Nichtwohngebäude handelt. Also Bürogebäude, Schulgebäude, auch Produktionsgebäude kommen eher in Frage. Und es ist auch wichtig, dass da speicherbehaftete Vorgänge mit eingebunden sind. Heute werden Bürogebäude mit sogenannten thermisch aktivierten Bauteilen gebaut. Das bedeutet, dass die Decken kleine Rohrsysteme enthalten. Es ist dadurch möglich, die Decken mit Wärme im Winter oder mit Kälte im Sommer zu beladen. Und wenn man so eine Decke falsch belädt, also oder entsprechend der momentanen Klimabedingungen versucht zu beladen, dass man da einfach die Sache nicht in den Griff bekommt. Und das ist unsere Innovation. Wir locken uns am Tag zuvor im Internet bei einem Wetterprovider ein, lassen uns Einstrahlungsdaten, Außentemperaturdaten zuschicken. Das machen wir nicht persönlich, sondern das macht eben die Gebäudeautomation. Und wir haben außerdem heute aus Simulationsrechnung, auch aus der Planung, letztendlich eine modellartige Abbildung des Gebäudes. Und mithilfe dieser Methode ist also das Programm in der Lage, sich ständig an die Gegebenheiten des Gebäudes anzupassen, ohne dass ein Mensch letztendlich eingreifen muss. Es ist eine relativ Low-Cost-Angelegenheit, weil alles, was man benötigt, ist ein gutes Programm, das im Grunde auf jedem Regler anwendbar ist heutzutage. Man braucht einen Zugang zum Internet oder noch eleganter, und da arbeiten wir gerade dran, Sie haben eine Langwellenfunkverbindung zu einem Provider, so wie jeder Consumer das heute mit Consumer-Wetterstationen zu Hause schon hat. Und da wird einfach die Wetterprognose eingespielt und man hat das mit dem Kauf des Gerätes im Grunde schon bezahlt.